Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kannst kennenlernen. Ihr hattet letzten Sonntag schon einen schönen Start gehabt, mit einem feinen Brunch oder irgendetwas so. Und heute wollen wir mit einem ersten Adventsgottesdienst starten. Jesus, das Licht der Welt. Eine geniale Botschaft. Und ich finde es so eindrücklich, wie in diesem Theater sichtbar worden ist, so der Anfang, wo Adam und Eva ganz bewusst und willentlich den Stecker gezogen haben. Sie haben die Konsequenzen nicht ganz abschätzen können. Aber ganz bewusst haben sie den Stecker gezogen. Und was war Gottes Reaktion darauf? Er hat es nicht einfach bei dem belassen. Er hätte ja können sagen, Mann, Menschen, wie dumm seid denn ihr? Ich habe es euch doch gesagt, was macht ihr für einen Blödsinn? Wieso hört ihr nicht auf mich? Er hätte können sagen, ja, jetzt schaut selber, wie der Schlag kommt. Es war ja eure Wahl. Aus menschlicher Sicht wäre das nichts als fair und gerecht gewesen, oder? So würden wir jemanden handeln, so ein bisschen im Stil von «Lass mir doch in die Schuhe, wenn du es nicht willst, dann lass es sein». Aber spannend ist ja, dass Gott einen komplett anderen Weg gewählt hat. Und das war ein Weg von der Barmherzigkeit und von der Gnade. Vielleicht habt ihr im Vorfeld geschaut, was heute das Thema ist und habt gesehen, Weihnachten ist Barmherzigkeit. Vielleicht bist du ein bisschen über den Titel gestolpert und hast gedacht, Moment, Weihnachten, Barmherzigkeit, ich komme nicht raus, was der Zusammenhang ist. Barmherzigkeit ist so ein älteres Wort, das wir im heutigen Sprachgebrauch kaum verwenden. Wenn wir Barmherzigkeit hören, dann denken wir vielleicht an barmherzige Samariter. Oder allenfalls an das Rote Kreuz, oder vielleicht Ärzte ohne Grenzen, oder Mutter Teresa. Aber Weihnachten? Hat Weihnachten nicht viel mehr vielleicht etwas mit Geschenken zu tun? Das wäre vermutlich die Antwort von vielen von diesen Kindern, die vorher davor gestanden sind. Weihnachten, yeah, das ist Geschenkli, juhu! Und ehrlich gesagt haben die Kinder ja gar nicht so Unrecht. Weil, wieso schenken wir einander etwas? Wir schenken uns etwas, weil wir uns an das grösste Geschenk von allen Zeiten erinnern. Nämlich, dass Jesus den Himmel verlassen hat und hier zu uns auf die Welt gekommen ist. Und seien wir ehrlich, Jesus hat es sehr viel gemütlicher im Himmel. Also wenn wir so vergleichen, Himmel, alles wunderschön, Erde, ganz viele Probleme, ganz viel Leid, ganz viele Schwierigkeiten. Wieso? Wieso hat Jesus das gemacht? Wieso hat er den Himmel hinter sich gelassen und hat sich hier auf die Welt zu uns aber bequemt? Und es war ja dann nicht so gewesen, dass er als Baby wäre auf die Welt gekommen und dann ein wunderschönes Leben hätte gehabt. Je, als Sohn von Gott wirst du die ganze Zeit bejubelt und stehst im Mittelpunkt und bist überall VIP-Gast. Nein. Sein Leben war gezeichnet von Leid, von Schwierigkeiten. Und schlussendlich hat er sein Leben gelassen für uns am Kreuz. Ein qualvoller, grausamer Tod. Nur, damit der Stecker wieder eingesteckt werden kann und damit wir wieder Licht haben dürfen. Was motiviert ihn? Was hat ihn motiviert, hierher zu kommen? Wir lesen es im 1. Johannes 4,10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist es, wo Gott angetrieben hat. Die Liebe. Die Liebe hat Gott angetrieben, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Die Liebe hat Jesus angetrieben, dass er den Himmel hinter sich gelassen hat und zu uns gekommen ist. Und zwar nicht, weil wir ihn so sehr geliebt hätten. Und er hat gesagt, Menschen, ihr seid so lieb zu mir, ihr habt mich so gern. Ich kann fast nicht anders als auf das antworten. Sondern es steht ganz klar, er hat uns zuerst geliebt. Nach dem Desaster mit Adam und Eva hätte er auch können sagen, so liebe Menschen, also wenn ihr es nochmal versuchen mit mir, dann wollte ich aber schon sehen, dass es euch ernst ist. Dann erwarte ich A, dass ihr mir absolut hundertprozentig treu seid. Dann erwarte ich B, dass ihr mir absolut hundertprozentig gehorsam seid. Dann erwarte ich C, dass ihr durch eure guten Taten beweist, dass es euch ernst ist. Ja, hätten wir Menschen eine Chance? Nein, hätten wir nicht.
Wir hätten keine Chance und wir würden es uns nicht verdienen, dass Jesus den Stecker wieder einsteckt. Wir an ihrer Stelle hätten auch irgendeinen Deal versucht auszuhandeln, aber er hat von Anfang an gewusst, die Menschen wären nicht fähig gewesen dazu. Im Titus 3, Vers 5 steht, er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Da haben wir sie schon wieder, die Barmherzigkeit. Das ist der Kern vom Ganzen. Das hier ist das Stichwort, um das geht es. Es ist Barmherzigkeit. Gott hat uns nicht beschenkt, weil wir uns das verdient hätten. Weil wir genug fromm wären, weil wir genug gute Taten hätten da. Wir können absolut gar nichts dafür tun. Das ist echte Barmherzigkeit. Gott hat Not von uns Menschen gesehen und hat sich erbarmt. Unverdient. Absolut unverdient. Habt ihr gewusst, dass Barmherzigkeit eine der zentralen Eigenschaften von Gott ist? Es gibt ganz eine spannende Begegnung, die der Mose mit Gott hatte. Ich gebe euch schnell ein bisschen den Kontext der Geschichte. Der Mose hat von Gott auf dem Berg Sinai so Steintafel bekommen mit den 10 Geboten. Er ist dann vom Berg wieder oben runtergekommen, hat dem Volk die Tafel bringen wollen. Und als er kommt, sieht er, ja super, jetzt beten die statt unseren Gott, beten die ein goldiges Kalb an. Und in seiner Wut hat er die Tafel zerschmettert, zerstört und ist vor einem grossen Fragezeichen gestanden. Aber er hat sich für das Volk bei Gott eingesetzt und hat gesagt, Gott, vernichte das Volk nicht. Gib ihnen noch mal eine Chance. Bitte, ja, geh doch noch weiter einen Weg mit ihnen. Und Gott hat gesagt, also gut, komm noch mal zu mir auf den Berg rauf. Und der Mose hat einen besonderen Wunsch gehabt. Er hat gesagt, Gott, ich möchte dich gerne sehen. Und Gott hat gesagt, lass mal Mose, wenn du mich siehst, dann ist es vorbei mit dir, dann stirbst. Aber ich gebe dir eine Möglichkeit. Und er hat den Mose in einen Felsspalt hineingestellt, hat seine Hand drüber gehabt und ist an ihm vorbeigezogen und der Mose hat ihm dürfen nachschauen. Und dort lesen wir, er ging an Mose vorüber und sprach, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ich bin der barmherzige und gnädige Gott. Gott selber bezeichnet sich als barmherzig und als gnädig. Und es ist nicht so, dass Gott gelegentlich mal barmherzig ist. Wenn ihm gerade der Sinn danach steht, wenn er gerade nichts anderes zu tun hat oder wenn er gerade eine gute Phase hat. Sondern ich bin der barmherzige Gott. Das ist Teil von seinem Wesen. Er ist barmherzig durch und durch. Und das ist auch der Grund, dass Jesus das riesige Opfer auf sich genommen hat. Dass er den Himmel, den er eigentlich schön hätte gehabt, hinter sich gelassen hat. Dass er als Baby auf die Welt ist gekommen. Dass er hier am Kreuz gestorben ist. Damit der Stecker wieder eingesteckt werden kann und wir wieder Licht haben dürfen. Gott ist barmherzig durch und durch. Und wir lesen im Psalm 103, Vers 13, ganz einen wunderbaren Vergleich. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist die Barmherzigkeit, die Liebe von einem Papi zu seinem Kind, der für sein Kind sorgt. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Einander weiterhin Geschenke schenken, das ist ein schöner Brauch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns von lauten Geschenken immer wieder auch nicht vergessen, um was es eigentlich geht, dass es nämlich um das grösste Geschenk von allen Zeiten geht. Aber ich glaube, die Botschaft, die fordert uns noch zu mehr auf, als nur zum Geschenke schenken. Als allererstes ist es nämlich eine Einladung. Eine Einladung von Gott für uns. Eine Einladung zu einer persönlichen Beziehung zu ihm. Er lässt uns ein, das Geschenk anzunehmen, ihn in unser Leben hineinzulassen. Er lässt uns ein, zu antworten auf die Barmherzigkeit und unser Leben mit ihm zu teilen, zu einer persönlichen Beziehung. Er möchte unser Leben wieder hell machen und mit seinem Licht erhellen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er steht mit seiner Einladung vor uns und sagt, hey, glaub, dass ich dich beschenken möchte. Glaub,
dass ich den Stecker in deinem Leben wieder einstecken möchte. Glaub, dass ich die Beziehung zwischen uns wieder herstellen möchte. Und wenn du die Einladung für dich persönlich noch nie angenommen hast, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute tust. Vielleicht kannst du das anschließend selber in einem Gebet formulieren. Oder wenn du gerne mit jemandem zusammen möchtest beten oder noch gerne ein bisschen mehr möchtest darüber wissen, was denn das bedeutet, dann komm doch anschließend an Gottesdienst hier im Ministry Corner, dass wir noch zusammen reden, dass wir noch zusammen beten können. Weil so eine fantastische Einladung, ehrlich gesagt, die kann man fast nicht ausschlagen. Die ist so grossartig. Hey, und etwas Zweites, wie wir darauf reagieren können, bringt Jesus ganz, ganz simpel auf den Punkt. Seid barmherzig, wie der euer Vater barmherzig ist. Simpel und einfach. So wie Jesus barmherzig ist, sollen auch wir Menschen barmherzig sein. Wie kann sich das zeigen? Ich glaube, das allererste Mal zeigt sich das in unserer Haltung. Schaut, Jesus hat die Not der Menschen gesehen und er hat darauf reagiert. Und das hat sich einerseits gezeigt, indem eben Jesus auf die Welt gekommen ist. Das haben wir vorhin gesehen, aber es hat sich auch in den ganz alltäglichen Begegnungen gezeigt, die Jesus mit den Menschen hatte. Nehmen wir mal die Begegnung mit dem Zachäus. Wenn der Zachäus, das war der Zolleinnehmer, und einer, der es nicht allzu genau genommen hat, der hat in der Regel den Leuten zu viel abgeknöpft, er hat sich bereichert, die Leute betrogen nach Strich und Faden. Und ich vermute, dass der Zachäus tief in, aber recht unglücklich war. Weil wer will schon befreundet sein mit so einem? Er war einsam, vielleicht auch traurig gewesen. Vielleicht hat er die Schuld gedrückt, weil er genau gewusst hat, ja, mein Leben ist nicht wirklich das. Und wie ist Jesus ihm begegnet? Er hat nicht gesagt, lass mal Zachäus, du bist selber die Schuld, dass du in der Tinte hockst. Hast du es ja selber eingebrockt? Sondern er war barmherzig. Er hat das Herz gesehen vom Zachäus, hat ihn ernst genommen und ist ihm begegnet. Und wie oft sehen wir Menschen um uns herum, wo wir das Gefühl haben, ja sorry, also da bist du jetzt wirklich selber schuld, dass du im Seich bist. Aber Jesus sagt uns, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Lasst uns barmherzig sein, wie Jesus barmherzig war. Lasst uns die Not der Menschen sehen und nicht nur das, was uns als erstes gerade entgegenkommt. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, so in der Weihnachtszeit gibt es viele Leute, die gestresst sind. Hektisch, man muss Geschenke kaufen, man muss 100 Sachen erledigen, man sollte 100 Leute einladen und irgendwo sind viele so in einem Hamsterrad drin. Und es gibt gestresste Kommentare, es gibt genervte Begegnungen. Aber wie wäre es, wenn wir uns von dem nicht beeindrucken, sondern wie Jesus hinter die Fassade schauen? Wenn wir die Not würden sehen, die dahinter steckt und den Menschen barmherzig würden begegnen, in der Liebe, wie es Jesus hat da. Es erfordert auch gewisse Demut, nämlich die Demut, zum sagen, okay, ich selber habe es auch nicht im Griff. Ich selber mache auch Fehler. Ich selber habe es auch nötig, dass Jesus mir vergibt. Und darum vergibe ich dir. Und darum kann ich dir in Liebe begegnen, weil mir auch vergeben worden ist. Wie hat sich das sonst noch gezeigt, dass Jesus barmherzig war? Er hat nicht nur gesehen und gesagt, okay, Zachäus, ja, geht dir nicht so gut, ich sehe es. Sondern er hat gehandelt. Die Not, die ihn berührt hat, die hat ihn zu Taten animiert. Er ist zum Zachäus heimgegangen, obwohl es absolut nicht üblich war und sogar verpönt war, zu so einem Sünder, wie der Zachäus als Zolleinnehmer war, zu gehen. Er hat sich Zeit genommen für ihn. Er hat ihm vergeben. Und er war ihm ein Freund in dieser Zeit. Jesus hat Not gesehen und er hat reagiert. Er hat gehandelt. Und genau das dürfen auch wir tun, wie er das da hat. Wir dürfen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Wir dürfen andere beschenken, weil er uns beschenkt hat. Und wir dürfen ein Licht sein für andere, weil er zum Licht für uns geworden ist. Wie können wir das praktisch tun? Ich möchte uns 4 Gedanken mal mitgeben für das. Als allererstes machst du wie Jesus, hab offene Augen und hab ein offenes Herz für die Menschen um dich herum. Bitte, Heiliger Geist, doch mal schon am Morgen,
Bevor dein Tag startet, Heiliger Geist, gib mir ein offenes Herz, gib mir offene Augen und Menschen um mich herum. Lass mich die Not sehen, die hinter ihren Reaktionen stecken. Und vielleicht möchte ja Gott gerade dich brauchen, um irgend so einem mürrischen, hässigen Mensch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und seine Situation zu verändern, weil er in Berührung kommt mit der Barmherzigkeit vom Vater. Das Zweite, was wir tun können, ist Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Jesus hat es auch so gemacht. Er hat sich Zeit genommen für Zachäus. Er ist hergehockt mit ihm, er hat mit ihm gegessen. Das ist etwas, was wir ganz einfach auch tun können. Und gerade in dieser Zeit sind viele Menschen einsam. Es dreht sich ja ganz viel um das Thema Familie. Ja, was ist, wenn du keine Familie hast? Alle sind beschäftigt, alle haben keine Zeit. Ja, und ich? Ich bin allein. Vielleicht hast du Arbeitskollegen, die allein sind. Vielleicht hast du Nachbarn, die einsam sind. Nimm dir Zeit für sie. Geh vorbei auf einen Kaffee. Lass sie zu dir ein. Geh mal ein Bier nehmen mit jemandem. Aber nimm dir Zeit. Bis grosszügig mit praktischer Hilfe. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir praktisch helfen können. Vielleicht gibt es wieder mal Schnee. Dann hilf Schnee schaufeln. Geh für jemanden einkaufen. Bring ein Päckchen auf die Post. Hilf mal bei administrativen Sachen. Vielleicht ist der Kompi abgelegen von deinem Nachbarn und du kommst gut raus. Dann hilf. Unterstütz mit praktischer Hilfe. Und etwas Viertes, mach unverdiente Geschenke. Also Weihnachten erwarten alle Geschenke, natürlich. Alle haben den Anspruch, dass irgendjemand irgendetwas schenkt. Aber wie wäre es, wenn der Heilige Geist mal fragst, wenn du könntest beschenken, was nicht erwartet? Oder vielleicht sogar jemand, was nicht verdient? Was für ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit, wenn wir Menschen beschenken können, was weder erwarten noch verdienen. Jesus zeigt uns, wie ernst sie mit deren Aufforderung ist, Jungen zu dienen und barmherzig zu sein. Er sagt nämlich in einem Gleichnis, das er seinen Jüngern erzählt hat, sagt er, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Wenn wir den Menschen gegenüber barmherzig handeln, dann dienen wir letztendlich Jesus. Er selber ist nicht mehr als Mensch hier auf dieser Welt. Er kann den Menschen nicht mehr eins zu eins helfen und dienen, so wie er es gemacht hat, als er hier auf dieser Welt war. Aber er hat uns als seine verlängerten Arme und Beine und Hände und Köpfe und Gesichter, um den Menschen zu dienen und um ihnen seine Barmherzigkeit zu zeigen. Er braucht uns, er braucht dich, er braucht mich. Und darum lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lasst uns vergeben, weil er zuerst vergeben hat. Lass uns andere beschenken, weil er uns zuerst beschenkt hat. Lass uns ein Licht sein, weil er uns ein Licht geworden ist. Oder wir können es auch ganz zusammengefasst sagen, in einem Wort. Lass uns barmherzig sein, weil er barmherzig war. Ich möchte jetzt noch beten und möchte dich einladen, dass du dir während dem Gebet, aber auch in den anschließenden Liedern Gedanken machst. Möchte ich die Einladung von Jesus annehmen? Möchte ich das Geschenk annehmen und sagen, Jesus, steck mir den Stecker wieder ein? Dann formuliere das in einem Gebet. Oder komm, wie gesagt, am Ende vom Gottesdienst in meine Strukturen. Und mach dir auch Gedanken und frag Gott, wo möchtest du mich brauchen als ein Botschafter von deiner Barmherzigkeit? Wo darf ich deine Barmherzigkeit sichtbar machen?
Wo darf ich dein verengeren Arm, dein Bein, dein Gesicht, dein Lächeln sein für die Menschen um mich herum? Und mach das fest. Lass es zeigen und starte mit dieser Vorfreude, Menschen in Barmherzigkeit zu leben. Morgen die neue Woche. Jesus, merci vielmals für deine Barmherzigkeit, die so riesengroß ist. Vater, es ist ein absolut unverdientes Geschenk. Und es ist so genial. Danke, Vater, für die Einladung, die du uns schenkst. Dass wir deine Kinder werden dürfen. Dass wir den Stecker wieder einstecken dürfen und dein Licht in unserem Leben dürfen haben. Mach uns in dieser Weihnachtszeit immer wieder bewusst, wie gross das Geschenk ist. Wir wollen ab allen Geschenken und ab allen Einladungen dein Geschenk nicht aus dem Blick verlieren, sondern uns jeden Tag daran freuen. Und brauch du mehr, Jesus, brauch du uns, dass wir Botschaften von deiner Barmherzigkeit dürfen sein, dass wir dürfen einen Unterschied machen und den Menschen dürfen zeigen, wer du bist, in dem, was wir, wie wir ihnen begegnen. Führ du uns, Heiliger Geist. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.